Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal bei Krieg Klassikers bzw. Klassikers Munich. Mein Name ist Sebastian Krieg und im heutigen Video geht es darum, dass wir zwei Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Mechanikerinnen für unseren Oldtimer-Betrieb hier in Ismaning bei München suchen. Bei uns hast du die Möglichkeit, an ganz seltenen, tollen und exklusiven Fahrzeugen zu arbeiten, Teil eines jungen Teams zu werden, das die Leidenschaft für Oldtimer teilt und jeden Tag versucht, unsere doch sehr anspruchsvollen Kunden zufriedenzustellen. Wir bieten dir unter anderem Benefits wie Tankgutschein, 30 Tage Urlaub an. Weitere Informationen dazu findest du unten in der Beschreibungsbox, auf dem du auch einen Link findest, der auf unsere Website führt, wo du dir den Betrieb auch nochmal im Einzelnen anschauen kannst und wo natürlich die Stelle nochmal detailliert beschrieben ist. Wenn du also erfahrener Kfz-Mechaniker bist, ein Faible für Oldtimer hast und nach einer neuen Herausforderung suchst, dann melde dich bei uns und bewirb dich gerne. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Bevor ich euch den Betrieb zeige, will ich noch mal kurz auf die Geschichte unseres Unternehmens eingehen. Uns gibt es seit 10 Jahren. Wir feiern tatsächlich dieses Jahr das 10. Bestehen von Krieg Klassikers. Wir sind spezialisiert auf die Restauration und Reparatur von Oldtimern, hauptsächlich amerikanische Fahrzeuge, machen aber auch eine Liste von ausgewählten europäischen Modellen. Auch das findest du auf unserer Webseite. Da wird genau beschrieben, welche Fahrzeuge wir reparieren. Insofern würde ich sagen, dass wir jetzt mal rübergehen in die Halle und dann zeige ich euch mal euren Arbeitsplatz, euren vielleicht zukünftigen und an welchen Fahrzeugen wir gerade arbeiten und an welchen Restaurationen. Los geht's. Dann schauen wir uns doch erstmal die Räumlichkeiten an, hier bei uns in der ersten Halle. Wir haben hier unsere beiden Büros. Das ist mein Büro und hier ist das Meisterbüro bzw. auch das Büro, wo unsere Annabella Büchner sitzt, unsere Sekretärin und Assistentin der Geschäftsleitung. Die Kundenannahme erfolgt nicht hier, sondern drüben, aber das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann schauen wir mal in die Halle rein und hier sehen wir 3 Bühnen. 1, 2, 3, also sprich 3 Arbeitsplätze und noch einen 4. Arbeitsplatz hier drüben für Motoren, Getriebe und Arbeiten, die jetzt keine Bühne erfordern. Gehen wir mal hier rüber. Dort haben wir unseren Arbeitsplatz für unsere Getriebe. Wir überholen Getriebe und Motoren bei uns im Haus. Die Getriebe machen wir vollständig hier, die Motoren machen wir nur teils hier. Das heißt, wir zerlegen die Motoren, bringen sie dann zum Motorenbauer, der die Köpfe bearbeitet und auch den Block und komplettieren die Motoren dann wieder, wenn sie wieder hier zurück sind. Dort drüben haben wir noch einen Computerarbeitsplatz für den Werkstattleiter, der dann direkt Zugriff hat auf alle wichtigen Dinge rund um die Werkstatt, um auch Bestellungen zu tätigen und so weiter. Hier haben wir unsere Sandstrahlkabine. Wir machen natürlich, wenn es um größere Arbeiten geht, Karosserien und so weiter, die werden natürlich nicht hier entlackt, sondern entweder bei einer Entlackungsfirma oder beim Sandstrahlen, je nachdem, was der Kunde gerne haben möchte. Aber für kleinere Bauteile haben wir hier unser Sandstrahlgerät. Und wenn wir dann hier rüber gehen, haben wir auch die Möglichkeit, Karosserieteile zu bearbeiten. Und hier haben wir die riesengroße Werkbank, auf der sich dann sehr, sehr schön an den Fahrzeugen arbeiten lässt. Da oben findet ihr unser Lager. Dort sind die ganzen Restaurationen eingelagert und auch teilweise Neuteile, die wir gerade, wenn es darum geht, wenn die neue Saison anfängt, dort oben dann einlagern können. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was wir hier anbieten. Wie gesagt, wir machen Restaurationen, Reparaturen und Service. Und noch eine andere Sache, aber die werde ich am Ende ansprechen. Das heißt also auch, unser Geschäft ist etwas saisonal. Im Winter machen wir mehr Restaurationen und im Sommer, wenn die Leute dann anfangen, ihre Oldtimer zu bewegen, machen wir dann mehr Servicearbeiten und kleinere Arbeit. Dann kommen wir mal darauf zu sprechen, welche Fahrzeuge
du hier vorfindest, an denen du arbeiten wirst. Wie gesagt, wir machen hauptsächlich amerikanische Fahrzeuge, also sprich die Ford Mustang. Darauf sind wir spezialisiert, die reparieren und restaurieren wir. Und dann machen wir auch andere Fahrzeuge, je nachdem, wie die Teileversorgung ausschaut. Ja, hier zum Beispiel haben wir einen BMW 315. Hier haben wir einen Jensen Interceptor. Wir haben insgesamt zwei. Da vorne ist auch noch einer. Auch da ist es so, dass wir einen sehr, sehr guten Zugriff haben auf Teile und auch schon Erfahrung haben mit dem Auto. Wir haben schon mehrere Jensen Interceptors oder Interceptoren repariert und restauriert. Insofern haben wir uns auch da entschlossen, die beiden Fahrzeuge bei uns aufzunehmen. Hier zum Beispiel haben wir eine Citroën SM. Ist es was sehr Spezielles? Den Wagen haben wir zum Beispiel aufgenommen, weil das Bestand ist einer Oldtimer-Sammlung, die wir betreuen. Dann gehen wir mal hier rüber. Da haben wir zum Beispiel eine Corvette C3. Natürlich auch ein Fahrzeug, das wir sehr, sehr gut warten und reparieren können. Da oben ein Mustang. Und wenn wir mal hier rüber schauen, haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr schönen T1-Bus. VW machen wir zum Beispiel auch viel. Da ist unser David Langhans Spezialist für. Der hat auch einen VW Käfer. Und da ist es genauso. Ist eine relativ einfache Technik. Wir bekommen sehr, sehr gut Ersatzteile. Und da machen wir natürlich auch alles von einer einfachen Reparatur bis hin zu einer komplett Überholung. Aber auch Einzelanfertigungen, wie zum Beispiel die Cobra hier, machen wir auch. Solche Arbeiten decken wir dann auch ab. Da haben wir den Motor gemacht, das Fahrwerk, der Wagen wurde neu lackiert bei uns und jetzt hier mit den beiden Streifen dann letzten Endes komplettiert. Also ihr seht, es ist ja schon ein bunter Mix an Fahrzeugen, die wir reparieren. Und da kommt Freude auf, denke ich, für jemanden, der sich für Oldtimer interessiert. Und wenn du der richtige Mann sein solltest, der hier, oder richtige Frau sein solltest, der hier anfängt, dann wirst du hier auf jeden Fall Spaß haben an der Arbeit. Wichtig ist auch, dass du Teamplayer bist. Ne? Wir sind ein kleines Team. Wir kommunizieren viel miteinander. Das sind schon sehr, sehr aufwendige Arbeiten. Und unser Ziel ist natürlich immer, dass wir unsere Arbeit so gründlich und sauber wie möglich machen, um unsere Kunden zufriedenzustellen, die natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll sind. Ich meine, ihr habt ja bestimmt auch ein Hobby, wenn es nicht gerade Oldtimer sind. Und für die meisten Kunden sind diese Fahrzeuge eben Hobby und die beschäftigen sich sehr, sehr viel damit, kennen sich auch entsprechend viel aus und erwarten natürlich auch dann, wenn sie ihre tollen Fahrzeuge bei uns abgeben, dass wir vernünftige Arbeit machen. Aber für jemanden, der, und das habe ich ja anfangs gesagt, eine große Leidenschaft hat für Oldtimer, passiert das eigentlich von alleine und man will dann das Auto so reparieren, als wäre es das eigene Fahrzeug. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die andere Halle und dann zeige ich euch die Restauration, an dem wir gerade arbeiten. So, jetzt sind wir also in der zweiten Halle und hier kümmern wir uns um unsere Restaurationen. Die Restaurationen haben mittlerweile bei uns einen sehr, sehr großen Teil eingenommen. Das heißt also, wir machen hauptsächlich Restaurationen und sind da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, Ford Mustang, wie ihr sehen könnt, ist hier ein großer Bestandteil. Der Mustang da oben zum Beispiel, der wird jetzt gerade komplettiert. Und zu dem Mustang da drüben werde ich gleich noch mehr sagen. Aber nur mal, dass ihr seht, was euch hier erwartet. Wir haben hier 1, 2, 3 Arbeitsplätze, noch eine Hebebühne, um Arbeiten zu verrichten, die eben eine Hebebühne benötigen. Aber ansonsten werden hier nur saubere Arbeiten verrichtet, sprich hier werden Fahrzeuge nur komplettiert, die jetzt gerade vom Lackieren gekommen sind. Wie der hier zum Beispiel, das Fahrzeug hier ist ein Chevy C10. Der Wagen ist jetzt fast fertig, wurde neu lackiert. Und neuer Motor, neues Getriebe, eine Komplettrestauration. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die euch hier erwarten würde, wenn ihr bei uns anfangt. Da geht es natürlich auch, gut zu organisieren, einen guten Überblick zu haben, ne, welche Arbeiten wann gemacht werden und in welcher Reihenfolge. Also auch da müsst ihr natürlich auch Lust drauf haben, an solchen großen Projekten zu arbeiten, die dann gut und gerne mal über ein Jahr oder noch länger gehen können. Ja, und dann zu guter Letzt, was wir auch noch anbieten, das ist die Elektrifizierung von unseren Ford Mustang. Das bieten wir jetzt seit einem Jahr bei uns an und sind auch schon relativ weit gekommen. Das hier ist unser Prototyp.
wenn ihr mal einen Blick reinwerfen wollt. Den haben wir jetzt seit ungefähr ein Dreivierteljahr fertig, haben auch schon viele Probefahrten damit gemacht. Und das ist auch ein Angebot, was wir unseren Kunden anbieten, eben die Elektrifizierung von Ford Mustang. Da drüben zum Beispiel der 67er Fastback, der wird auch elektrifiziert. Da ist schon der Motor ausgebaut worden. Und hier kommt dann das Elektro-Kit rein. Wir sind ein junges Team und sind natürlich auch immer darauf bedacht, uns weiterzuentwickeln. Die Firma soll wachsen und natürlich auch das Angebot, was wir bereitstellen. Und deswegen sind wir natürlich auch immer offen für Neues, was jetzt zum Beispiel diesen E-Antrieb für Ford Mustang anbelangt. Das soll dann auch ausgeweitet werden auf andere Fahrzeuge. Aber jetzt nicht erschrecken für diejenigen, die jetzt vielleicht bis hierhin geguckt haben und gesagt haben, das ist genau das Richtige für mich, und dann das hier sehen und sagen, oh nee, bitte nicht Elektro. Das ist ein Angebot, das wir unseren Kunden machen. Wir machen natürlich auch weiterhin ganz normal die Verbrenner. Bei uns ist es dann nun mal halt so, dass sich der Kunde dann tatsächlich aussuchen kann, ob er einen Verbrenner haben möchte in seinem Ford Mustang oder eine Elektro-Variante. Also was sonst erwartet dich bei uns im Betrieb? Wir sind natürlich große leidenschaftliche Oldtimer-Fans und fahren auch auf verschiedene Veranstaltungen. Das machen wir dann zusammen mit unserem Team. Wir waren zum Beispiel in der Schweiz beim Kilometer Lancé. Wir sind regelmäßig auf Veranstaltungen rund um München, zum Beispiel in der Motorworld oder auch auf verschiedenen Oldtimer-Rallys. Das heißt, auch dort wirst du dein Wissen erweitern und wirst Kontakt haben zu Leuten und Menschen, die das gleiche Hobby wie du teilen. Insofern, wenn das was für dich ist, unten in der Beschreibungsbox findest du alle Informationen, um uns zu kontaktieren. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen, dich hier bei uns bald begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns sehr, sehr bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und servus.